Bioökonomie ist ein Prozess, indem wir uns von der erdölbasierten Wirtschaft abwenden, also weg von fossilen Rohstoffen und uns mit der Nutzung in energetischer oder stofflicher Form von nachwachsenden Rohstoffen beschäftigen. Die ganze Forschung zum Thema Bioökonomie, die läuft eigentlich in vielen Ländern Europas schon seit gut 10 Jahren und es ist schon eine Menge erforscht. Und wir sind jetzt eher in so einer Phase, wo wir diese Dinge in die Anwendung bringen müssen. Also wir in Anführungszeichen bedienen momentan 2 Interreg-Horizonte. Das ist einmal der Donauraum und der Alpenraum. Und da geht es darum, tatsächlich die Rohstoffquellen zu kartieren und aufzunehmen, zu mappen, wie man auf Englisch sagt, aber auch alles das, was schon in der weiteren Verarbeitung vor Ort ist, zum Beispiel im Bereich Kunststoffindustrie, Automotive-Industrie, Verpackungsindustrie. Das Internet Kunststoff ist ein Netzwerk, das gegründet wurde 2006. Wir sind dazu da, Unternehmen und Institutionen zu vernetzen und Innovationen zu schaffen, die möglicherweise dann auch in den Markt kommen. Das Internet Kunststoff hat über 120 Mitglieder. Das sind größtenteils Unternehmen, aber auch 13, 15 Institutionen, also wissenschaftliche Institutionen. Und wir konnten diese Mitglieder bewegen, im Rahmen des Projektes sich mit biobasierten Kunststoffen zu beschäftigen. Gerade das ist ja die Aufgabe von Clustern, dass sie die Unternehmen sozusagen auf neue Technologien oder auf neue Tendenzen in der Politik, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft hinweisen und da eben auch entsprechende Fäden ziehen und entsprechende Vernetzungen betreiben. Ich bin Gründer der Carbonauten, 2017 gegründet mit dem Ziel, der Industrie dabei zu helfen, die CO2-Emissionen und die Kosten zu reduzieren. Das Prinzip ist relativ einfach. Wir nutzen die Pflanzen als CO2-Speichermaschinen und wir nehmen diese Reste von Pflanzenmassen, verschiedenste Biomassen, meistens holzig, und zerkleinern die. Ja, also das sind dann hier solche Schnipsel und die packen wir dann in einen Ofen, eine sogenannte Pyrolyse. Wir machen das, was die Menschen schon seit 3000 Jahren machen, nämlich Kohlenstoffe erzeugen. Also Kohlenstoff ist ein ganz stabiler, ganz einfacher CO2-Speicher. Wir arbeiten diese Kohlenstoffe auf, verarbeiten die, veredeln die und erzeugen dann zum Beispiel solche Granulate. Da können wir zwischen 10% und 70% Kohlenstoff reinpacken und dann das, außer dass es schwarz ist, bekommt es neue Eigenschaften. Und vor allem, es ersetzt zwischen 10% und 70% des herkömmlichen Kunststoffs. Der Value Chain Generator ist eine künstliche Intelligenz, die die eingegebenen Daten, und das sind ungefähr 3000 Actors, vernetzt und daraus Wertschöpfungsketten aus den In- und Outputs generiert. Von den 600 generierten Wertschöpfungsketten durch den Value Chain Generator haben wir unter den Partnern, ich glaube, 20 oder 25 konkrete Wertschöpfungsketten entwickelt oder entdeckt, die auch teilweise umgesetzt wurden. Also Baden-Württemberg ist in dieser Struktur, so wie wir sie im Interreg-Raum leben, wie gesagt, sowohl Alpen- als auch Donauraum, gleicher unter Gleichen. Ja, weil wir haben die Bioökonomie nicht erfunden, aber wir müssen sie jetzt erfinden, um die Klimaziele, die jetzt bis 2030 ja, oder 2050 gesteckt sind, überhaupt zu erreichen. So ist es uns zum Beispiel in Danubio Valnet gelungen, dass man das dann auch in die Politikstrukturen eben reinbringt und in dieses Policymaking. Die nächste Phase ist jetzt, diese politischen Strukturen in den Ministerien quasi mit in diesen Prozess reinzubringen. Und da haben wir mit Go Danubio es geschafft, in die nächste Ebene der Policymaker reinzugehen, um zu sagen, das habt ihr überall vor Ort im Donauraum, so könnte eine Bioökonomie aussehen. Und jetzt diskutieren wir mit diesen politischen Strukturen, wie die Umsetzung dann stattfinden könnte. Das Interreg-Projekt Alplink BioEco war für uns eine ganz hervorragende Gelegenheit, uns in Internationalität und deren Gepflogenheiten einzuarbeiten. Wir haben da sehr viel gelernt, auch im internationalen Umgang. Meine Vision für die Zukunft ist die Tatsache, dass wir uns mehr vernetzt jetzt inzwischen in Wertschöpfungsketten bewegen und diese Bioökonomie von der Rohstoffseite bis zur Produktionsseite von Produkten im Donauraum verteilt aufstellen können. Und dazu sind Interreg-Projekte in dieser Vernetzungscharakteristik die optimale Plattform, um sowas erreichen zu können. Ich meine, die Zeichen abschmelzender Polkappen, das alles deutet darauf hin, dass es viel schneller geht, als wir glauben. Uns fragt man immer, wo ist der Haken, wo ist das Risiko?
Ich sage dann immer, das einzige Risiko ist es, nicht zu tun. Das ist das größte Risiko. Innovativ. International. Interreg. Innovativ. International. Interreg.